Sullust. Oder Sullust. Jawohl. Verlassenes Waffendepot. Verlassen. Mhm. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versius Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Turbolaser. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sullust aus. Ich habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das war nicht schlecht. Die Anlage infiltrieren, das ist unser Einsatzziel. Alles klar, das machen wir jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kavioli und wir spielen Star Wars Battlefront 2 Kampagne. Wir sind auf Sullust mit Lando Calrissian, dem anderen Schmuggler. Dem Schmuggler von Bespin. Jawohl. Und es geht weiter mit der Story. Wir sollen verhindern, dass Admiral Versio, Aiden Versios Vater, eine bestimmte Waffe ergattert. Oder Waffen. Das ist noch nicht so ganz klar. Und wir sollen, glaube ich, ein paar Sachen klauen. So habe ich das zumindest verstanden. Rauchgranate. Drücke L1, um eine Rauchgranate zu werfen. Drücke L2, um das Wärmevisier von Landos Blaster zu benutzen und Gegner durch den Rauch zu sehen. Die Imperiums übersteigen eure Vorräte. Aha. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Die Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Bam! Oh, der hat noch überlebt. Ich hab gedacht, ich kriege jetzt alle auf einem Schlag. Ich hätte auch da drauf schießen können. Moment, ich muss mal gucken, ob hier noch welches. Ja, da kommen hier alle. Einfach mal alle abschießen. Hier, ich mache mich jetzt hier so und. So. Sehen Sie mich? Stirb, Soldat! Du Imp-Eimerkopf! Ich hätte schwer zu sagen, wo genau sie jetzt sind. Wie wär's mal damit? Ja! Chef, hinter dir! Nee, Schiff heißt der, nicht Chef. ihr seht mich nicht. Ihr seid verwirrt, ne? Das war's? Nein, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, Lando ist ziemlich cool. Guck mal, die ganzen Leichen. Folgen Sie mir bitte. Wem? Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Die nennen sich selber jetzt Inferno-Trupp. Ich dachte, das wäre eine Bezeichnung vom Imperium. Ja. Sullust. Sullust sieht aus wie ein Lavaplanet anscheinend. Also, sieht ziemlich cool aus. Aber ich bin mal gespannt. Also, wir sollen hier rein und wir sollen es infiltrieren. Gut. Wie kommen wir denn da rein? Ist hier irgendwo eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Da gehen wir jetzt durch und... Ach, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das ist beim Multiplayer auch... Ja, eine... So eine Art Mine. Die scheinen ja auf jeden Fall irgendwas abzubauen. Einmal kurz gucken, ob hier irgendjemand ist. Nö, sieht nicht so aus. Mal schauen, was uns hier erwartet. Kann ich hier die Tür öffnen? Kaputt. Geht nicht auf. Wir kommen nicht rein. Ja. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Fließband? Achso, dann geht die Tür da vorne auf, oder wie? Gut, dann interagieren. Hier. Steigen Sie ins Cockpit. Oh, wir gehen in ein... Kann ich das jetzt steuern? Oder fahren wir da einfach nur durch? Hey, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr für Steve. Vielleicht wird es in der Lava später gekocht? Die Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Stimmt, wir stellen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptterminal. Dort können wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da wären wir. So ein Glück.
Jetzt fehlen noch die Beine und der Arsch und dann können wir weiterlaufen mit dem Ding. Das wäre richtig witzig. Ja, wir sind immer noch hier drin, aber es fehlt halt die Hälfte. Gut, einmal kurz gucken. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Sehen jemand? Ja, da hinten. Okay, und wo muss ich hin? Bereich sichern, den ganzen Bereich. Oh, ich glaube, da war einer. Warte, ich hocke mich mal kurz hin. So. Da. Achtung, feindlicher schwerer Schütze. Einstoßdruck. Und zack. Ja, ich weiß. Ah, da ist noch einer. Noch ein schwerer Schütze. Okay. Ich mach das schon. Ich glaube, hier oben ist es ein bisschen gefährlich, bei den Dingern zu stehen, weil sie dann auf diese Teile schießen könnten, die so explodieren. Ich sehe gerade nicht, wo ich hin muss. Ich soll zwar den Bereich sichern, aber den ganzen Bereich hier, oder? Oder wie? Schrift! Sag mir mal, was ich tun soll. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich gehe einfach auf die andere Seite nochmal. Ich glaube, da sind vielleicht noch ein paar. Da ist keiner. Ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Hier ist niemand. Ich höre sie aber, glaube ich. Hä? Ja, da! Da! Ja! Okay. Au! Du kannst da. Wie findet ihr Lando Calrissian? Er ist ein ziemlich smarter Typ, ne? Glaube ich. Wartet. Du siehst mich? Ich kann sogar nicht. Ich habe hier gerade Rauch hingeworfen. Au! Okay. Und bam! Ich finde seine Fähigkeit extrem cool. Dass er mit einem Schlag. Ich weiß nicht, er muss ein automatisches System an seiner Waffe haben. Um so zu schießen. Richtig cool. Den Laden abschalten. Okay, dann drücken wir einfach mal hier einen Knopf und schalten den Laden ab. Wir wissen schon, was sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Ups, schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Also Lando Calrissian hat ein bisschen was von Han Solo, ne? Improvisieren, was das Zeug hält. Neuer Plan, Energie abschalten. Okay. Ich soll die Energie abschalten. Energie. Da hinten? Okay, dann erreiche ich das. Da ist auch noch einer. Oh, alles voll. Ja, die Fähigkeit ist extrem cool. Ich spiele ihn auch gerne im Multiplayer-Modus, im Helden vs. Schurken-Modus, meine ich. Ich spiele ihn sehr gerne. Oh, ich glaube, die haben da auch eine Granate gerade geschossen. Ich will gar nichts. Soll es erreichen? Bedeutet das, dass ich da auch alle abschießen muss, oder ist das nicht so? Ich glaube, die sind ein bisschen verwirrt. Okay, da oben links. Ah, da komme ich nicht durch. Dann hier lang. Ich soll es erreichen. Oh, hallo. Hier, ihr seht mich gar nicht. Hier ist auch noch einer. Ja, die rennen mir vorbei. Hilfe! Autsch, ganz blöde Idee. Mach was! Schnell! Okay, jetzt sieht er mich nicht mehr. Okay, wow, das war knapp. Gut, renn weiter. Weiter. Ah, die sind an mir vorbeigelaufen, das ist witzig. Das ist eine Rauchgranate. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katastrophale Überflutungen zu verhindern.
vermeiden. Oh Gott. Diese Lava-Pumpen sind genau das Richtige. Boah, die kommen alle. Kann ich die alle jetzt so treffen? Ja, das war ganz schön gut, aber diese Soldaten da, die sind schon etwas krasser. Okay, da kriege ich den noch. Das ist gut, den auch. Hopp, so. Zack. Da ist noch einer. Bam. One hit. Yes. Da habe ich die hingeworfen. Muss ich da hin? Gut, ich habe es erreicht. Ich soll irgendwie... Aha, da sind wir. Ach, geh einfach dahin, wo Soldaten sind. Kennst du mal, das ist wohl das Ziel. Nochmal zu Ihrem Plan. Ja. Ich arbeite dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier macht. Neuer Plan, das Pumpensystem sabotieren. Dann sabotieren wir doch einfach mal. Oh Gott. Problem gelöst. Ja, aber ich stehe hier noch. Lauf. Irgendwo hin. Irgendwo hin. Bist du ein Idiot? Du stehst doch hier. Die Lava kommt. Ja. Goodbye. Sie fluten die Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Ja. Mit Lava. Was mit Lava. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Die rennen auch alle weg. Die müssen hier raus. Die Tür ist zu. Nach oben, oder? Wohin? Ja, die Lava kommt. Oh Gott. Langsam. Aber sie kommt. Sie kommt. Wo soll ich hin, Lando? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann mir jemand helfen? Chef, wo bist denn du? Da hinten. Ich muss da hinten hin. Das habe ich nicht gesehen. Oh, sehr gut. Folge dem blauen Button. Wie komme ich hier raus? Ah, spring! Okay. Super. Boah. Ja, Leute, was ist eigentlich euer Lieblingscharakter von Star Wars? Ich bin gerade in die Lava gesprungen. Weil ich habe nicht auf den Boden geguckt. Ich dachte, da wäre eine Brücke. Ich war so weit. Ich habe so weit rausgezoomt, dass ich den Boden nicht gesehen habe. Ups. Ja, ich war auch abgelenkt von meiner Frage. Ja, mich würde echt interessieren, was euer Lieblingscharakter im Star Wars-Universum ist. Vielleicht ist es sogar einer von den neuen Charakteren. Das wäre ja natürlich auch mega interessant. Okay. Einen Ausgang schaffen. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, mein Lieblingscharakter im Star Wars-Universum ist Darth Vader. Ich finde, er ist der coolste Charakter, den es gibt. Einige Knöpfe drücken? Okay, warte. Muss ich mehrere Knöpfe drücken? Ich finde Vader, er ist böse, er ist cool, er hat Strategie, er hat was im Köpfchen. Und er liebt seine Familie, ja, auch wenn er es noch nicht weiß am Anfang. Aber am Ende beweist er es. Einfach auf das Ding schießen. Okay. Ey, Lando ist so witzig. Gute Idee. So, jetzt hüpfen wir da mal rüber. Das sollte reichen. Ja, hat gereicht. Hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Das müsste hier so heiß sein. Krass. So zerstört man eine Anlage. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Ja. Schwef, ich könnte dich küssen. Tu's lieber nicht. Ich glaube, Schwef würde das nicht so gut finden. Neben Darth Vader finde ich übrigens Luke Skywalker auch ziemlich cool. Ich mag ihn. Sehr lustig. Am Anfang noch ein bisschen naiv und niedlich und später ist er ein richtig cooler Dude. Sag allen, wir sind bereit zur Abholung. Wo soll ich denn hin? Kann ich durchs Lava laufen?
Ich mach's einfach mal. Beiden, es ist an der Zeit. Schneller laufen. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich war sehr präzise, was du uns parat getan hast. Alten? Was? Irgendwas schießt hier? Alten, sind sie noch da? Sie ist weg. Was war das? Kaboom! So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Ist hier noch mehr? Nein, sind alle da rausgerannt, weil es explodiert ist. Ba-bam! Nimm das! Ich hab daneben geschossen. Scheiße. Jetzt. Okay, ich bin ja auf dem Weg. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lass mich überraschen. Der Vulkan wird ausbrechen. So, jetzt treffe ich aber. Komm. So. Ich mach das noch nicht ganz kaputt. Okay. Hammer! Oh ja, der Vulkan, der qualmt aber ganz schön da hinten. Das ist richtig gefährlich. Oh mein Gott. Wir haben wahrscheinlich einen Vulkanausbruch verursacht. Oh nein. Ja, die Sturmtruppen hier. Eigentlich finde ich ja die ganze Crew ziemlich cool. Von Luke und Han und so, die sind alles sehr coole Charaktere und natürlich gehören die auch irgendwie zusammen, ne? Komm hier mit nach Stadt. Soll ich das Flugzeug da klauen? Das wird ziemlich witzig. Oder muss ich es zerstören? Nein, es haut ab. Wenn dieser Kampfläufer nicht fliegen kann, sind wir am Ende. Ups. Hä? Ich habe mein letztes Ziel verloren? Was sollte ich denn machen? Hab ich jetzt nicht verstanden. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Achso, ich sollte sogar zum Shuttle. Sag einen, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Okay, das habe ich jetzt schon zerstört hier. Einen, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich kann, glaube ich, auch gewinnen. Ich war sehr präzise, was du mit uns parat getan hast. Alten? Ja. Alten, sind Sie noch da? Ja. Was war das? Ist bestimmt noch da. So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lass mich überraschen. Ich habe nicht verstanden, was eben falsch gelaufen ist. Hätte ich das Shuttle nicht davonkommen lassen dürfen oder so? Vielleicht war ich zu langsam. Tempo kalkulieren. Okay, gib Tempo. Tempo. Die sind da alle reingerannt, ne? Deswegen sind sie abgehauen. Irgendwas schießt da auf mich. Moment, das hat mich auch eben zerstört vielleicht. Okay. Hier nochmal auf die schießen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Nein, das Schiff ist schon wieder weg. Oh nein! Oh, das war das Tier. Okay. Wir werden sterben. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Ha, siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können.